Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Drambude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon. Nicht Mystery Dungeon. Es ist zwar sehr Mystery Dungeon ähnlich, aber es ist kein Mystery Dungeon Spiel, sondern Ruby Destiny Rescue Rangers. Ganz zu Anfang, der Ton heute ist ein bisschen anders. Ich nehme nämlich ausnahmsweise mal abends auf und nicht morgens und muss deswegen ein bisschen leiser reden. Dafür habe ich die Mikrofonverstärkung höher gestellt. Deswegen, sorry, falls irgendwie ich ein bisschen sehr laut bin sogar. Ja, in der letzten Folge haben wir an dieser Stelle aufgehört. Direkt am Beginn des Kampfes gegen das Portal zurück in die Welt der Menschen. K-Omega. Ja, und ich habe keine Ahnung, was der kann. Ich glaube, er wird mich komplett vernichten. Level 60. Das dealt ein bisschen arg viel. Mein Angriff macht nichts. Was hat das gemacht? Oh Kacke, ich bin echt nicht geheilt. Und wer die letzte Folge gesehen hat, der sieht, dass es bei mir auch mit... Wow, du hast überlebt, du kannst das. Alter, warum habe ich nichts, das viele Leben heilt? Dann würde ich sagen, auch wenn du jetzt... Ja, du bist jetzt eh tot. Outrage. Was? Du bist kein Drachenmon. Ich war mir sicher, dass das Ding Drache ist. Und dass ich immer treffe, ist gerade ein bisschen unlegit. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass das Ding gar keinen richtigen Typen hat. Was? Yay. Wächter des Chaos besiegt. Jagold wird nicht sterben, ich lass dich nicht. Sei nicht lächerlich. 12.000. Ich dachte irgendwie, das wird schwieriger. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht die Situation nicht. Wenn es zwei Realitäten gibt, was wird passieren? Na, vergesst es. Ich werde euch in eure Welt zurückkehren lassen. Sagt mir, wenn ihr soweit seid. Günther, werden wir uns irgendwann wiedersehen? Okay, das stinkt. Ich gehe. Flemly, tut mir leid. Lass uns losgehen. Nein, Günther. Tut mir leid. Ich glaube, das ist auf Wiedersehen. Ey, warte. K-Omega. Könntest du vielleicht... Nachdem ich sie zurückgesetzt habe... Sendet habe, kann ich sie nie wieder hierher zurückholen. Oh, ah ja, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, ne? Wir werden heute, egal wie lange es dauert, nicht nur dieses Ending, sondern auch alle drei anderen sehen. Also, jetzt, dass zwei Welten existieren, ist es unmöglich, dass ich das tue. Naja, hier kommt's. Tschüss, Günther. Und... Also, hast es? Hä? Ja, aber... Ja, hab ich. Aber was planst du mit diesem Jagold zu tun? Wir werden das Problem lösen. Was? Ich will nicht, dass Brafana leidet. Sie ist die, die von diesem Phänomen... den Effekt bemerkt. Jetzt, wo ich mich... gefühlt habe... Warum bin ich immer noch hier und immer noch in Sandama? Was ist los? Wo sind die anderen? Vergib uns. Deine Zeit endet hier für das Schicksal der Welt. Okay, aber ich werde nicht ohne Kampf sterben. Ja. Stahlflügel, Hitzewelle, au. Scheiße. Benutze es jetzt, K-Omega. Jetzt. Worauf wartest du? Hört auf! Wer bist du? B. Du wirst dafür bezahlen. Hör auf, Devi Hell. Stopp! Aber... Was getan ist, ist getan. Aber Brafana... Na, lass Dev. Dev, guter Spitzname. Okay, sehr interessant.
frag mich, werden wir irgendwann drüber hinwegkommen? Ich weiß nicht, aber ich hoffe. Wir müssen uns auf unsere Rettungsmission konzentrieren, aber es ist schwierig. Ich vermisse sie auch, aber wir können nichts tun. Sie mussten zurück in ihre Welt, in ihr Zuhause, in ihr echtes Zuhause. Ja. Hallo. Hallo? Juckt auch wen die Existenz von Celebi? Und war's das? Ich hoffe, dass sie sicher zurückkommen. Ja, ich hoffe, dass sie uns nie vergessen. Ja. Ja, Mystery Dungeon Ending, wie man's kennt. War's das jetzt? Jetzt wartet. Das macht mich müde. Ja, warte, Boss. Ihr seid so langsam, Leute. Kommt doch. Kommt schon, ihr Fleckmon. Leicht zu sagen. Ich muss. Du hast Flügel, Boss. Ja, okay. Ich denke, ich push euch zu hart. Okay, wir machen Pause. Ja. Ist auch nicht. Ich meine, Yoto wird nirgendwo hingehen. Ja. Und das ist wieder die Geburtstagsparty vom Anfang. Und so sind sie in die Welt. Sind sie in ihre Welt zurückgekehrt. Günthers Mutter hat ihnen erklärt, dass sie für etwa 2 Minuten plötzlich verschwunden sind. Nicht nur, dass Günther und seine Freunde zurückgekommen sind, sind außerdem pünktlich zurückgekommen. Die Zeit, wo sie waren. Die Zeit, um die Party zu beginnen. Stuff. Spriter und Tyler, Spriter. Sind das jetzt die Credits? Spriter und Graphic Editor. Wenn das jetzt die Credits sind, ich weiß halt nicht, ob die überall gleich sind. Aber auf jeden Fall wird man noch sehen, wer noch da ist. Deswegen werde ich die Credits erst nach dem letzten Mal zeigen. Dieses Mal gehe ich bei Rayquaza mit. Was? Ihr wollt, dass ich begleite? Ja. Jetzt komm. Jetzt, wo ich entschieden habe, wollt ihr zuerst zurück? Nein, ich lerne aus Fehlern. Dann eure Entscheidung. Was? Ich muss das hier... Das ist doch ein Gag. Muss ich jetzt jedes Mal alle besiegen? Ich habe halt echt Angst, dass das jetzt mehrfach genau dasselbe sein wird. Auch mit dem Kampf gegen Kay Omega und sowas. So. Wir beginnen mit Pflanzen. Ich würde sagen, so. Ja. Safe Game of the 10. Alter, du bist so kacke manchmal, Schwalboss. Und das Sonnenlicht nervt. Und wir wissen auch alle, dass ich ein bisschen Probleme habe mit meinem, ne? Scheiß Blizzard. Mit meinen Top-Belebern. Der Flugtyp kassiert, natürlich verfehlt.
Und ich musste den Flugtypen wegbekommen. Eigentlich war das eh so ein richtiger Kackpick, ne? Komm, das schafft ihr doch. Ich traue das zu. Danke. Was mich gerade wundert, Cheatlist. So, können ja eigentlich wilde Pokémon spawnen. Und jetzt werde ich euch hier nochmal mitnehmen, wenn es bei den anderen wirklich genau dasselbe ist, werde ich nicht das Ganze mehrfach zeigen. Dann werde ich euch nur zeigen, was am Ende passiert. Warte, wie war das hier? Ach so, ja klar. Ah ja, Items. Anscheinend kann man hier niemandem begegnen. Ich brauche eigentlich schon alle. Es ist halt auch unnötig, da bleibe ich bei. So, Pokémon. Also, Dragoran an die erste Stelle wegen dem Feuertyp. Wer ist der zweite? Aquadine. Du kannst zwar in der Theorie nichts, aber mit dem Sonnentag, den das Feuerviech geben muss, könnte es helfen. Oder das Ding Sonntag? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Tschüss, Flamly. Warum habe ich erwartet, dass du was hinbekommst? Schade, das Ding war schneller. Jetzt kommt der Blizzard. Ja, das war klar. Ich krieg sicher den Freeze. Also Flug und Eis habe ich nichts sehr Effektives gegen. Ja, mal auf Aquadin. Ah, schön aufgetaut. Donner auf den Typen. Okay, Pikachu ist weg. Ja, müsst's eigentlich holen. Ah, das ist jetzt nochmal unnötig, aber holen wir jetzt trotzdem. Hier war doch irgend so ein komisches Invisible Labyrinth. Noch nicht, nein. Toll. Jetzt kann ich den Kampf nicht gewinnen und muss den laden. Das ist doch kacke. Warte, ich weiß nicht mehr, was ich gerade gemacht habe. Es bockt mich auch ehrlich gesagt relativ wenig. Du machst den, du machst den. Zack. Ah, aber ich weiß, dass letztes Mal Psyana an dieser Stelle verdammt kassiert hatte. Du machst Donner auf den, die... Dort. Du machst den da, Pikachu verfehlt. Aquadine ist raus. Garudine ist raus. Ah, kacke, anscheinend ist der Typ Boden. Relativ eigentlich genau dieselbe Ausgangslage nochmal.
diesmal heilig. Erst... alle einfach... ah, jetzt habe ich nicht gewechselt. Kacke. Dragoran steht, glaube ich, vorne und das ist richtig mies. Gegen den Flugtypen kann er auch nicht viel machen. Aber auswechseln ist auch sinnlos. Alter, wie diese Glüten nichts macht. Dragoran ist raus. Wir haben... Flug und Eis. Ja, Pikachu hat Instant Cast. Und ich habe keinen Donner mehr ready. Mein Donner ist gar nicht ready. So, die Paralyse geht raus. Thunderbolt. Psychic. Da müssten eigentlich beide rausgehen, diese Runde. Jetzt ist hier die Aufstellung halt kacke. Ich würde sagen, auf den Feuertypen Dead, auf dich Dead. Ah, hat trotzdem getroffen. Sehr gut, dass er halt seinen Mate so zerstört. Ja. Das macht... ach, kacke, ich dachte, der stirbt davon. Ich bin aber optimistisch, dass die beiden das schaffen. Wenn die das jetzt nicht schaffen, muss ich... aber ganz weit los. Ja, toll. Ich muss jetzt wirklich hier ein Max Revive raushauen. Level up, ja, wir sind toll. Alter, es ist verdammt nervig, ne? So, mal kurz back. Ich bin etwa gleich gut dran wie letztes Mal, kann das. Wenn ich keinen im Kampf brauche, habe ich, glaube ich, einen Max Revive mehr. Also, sie liegen mit Flug und Pflanze. Ich werde Pikachu und Schwalboss nach vorne stellen. Alter, das ist so unnötig, Leute. Ich hätte die AP heilen sollen, ich dummer Keck. Beide haben etwa die Hälfte kassiert. Nochmal dasselbe, beide haben noch ein HP. Ich muss halt eigentlich Thunderbolt benutzen. Aber ich bin optimistisch, diesmal sogar nicht so viele Pokémon zu verlieren.
Waterfall of Spire. Den Kack auf dich. Jawohl. Das müsste, oder? Ne, Aquadin wir. Oder doch, klar. Ja. Der Kampf ist durch. So, dann. Ne, ich habe sogar weniger Kack. Ach so, nee. Letztes Mal hatte ich mich aber nicht geheilt. Es ist so unnötig. Boah, vor allem wie viele ich hier jetzt benutzen muss. Alter. Das. Aber Leute, nachdem diese Folge durch ist und alle Endings dran waren, ist es geschafft. So, was habe ich für hier? Nicht wegwerfen, die brauche ich. Wer hatte noch Probleme mit den... Hatte noch wer Probleme? Ich denke, du hattest keine Probleme, aber zur puren Sicherheit. Alter, es ist halt echt immer genau dasselbe. Und da am Ende wird sich irgendwas ändern. Das ist das Ende. Ja, lass nur. Auf geht's. K-Omega. Ihr habt die Realität verändert. Jagger sollte verrecken. Ja, in 4 Jahren wird der irgendein Trainer das retten. Macht euch bereit und ihr macht mich fertig. Damage macht Pikachu nicht gerade, aber jetzt mal for real. Kann es sein, dass Pikachu das Ding gerade bumst? Wow. Pikachu OP. Ihr versteht's nicht. Da werden 2 Realitäten sein. Was wird passieren? Vergesst es. Werden wir uns wiedersehen? Okay, ich verpiss mich. Tschüss. Nein. Ich kann sie nie wieder zurückbringen. Das kann ich nicht, ja. Endlich! Ich bin froh, dass es zu Ende ist. Rayquaza, danke, dass du mitgekommen bist. Ja, was auch immer. Jetzt verpiss dich. Das war nicht nett. Außerdem ist es nicht nett, deine wahren Gefühle zu verstecken, Rayquaza. Über was für eine Scheiße redest du? Gib's zu, du willst auch heulen. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ja, was auch immer. Bitte was? Das ist, hier könnt ihr nicht mehr entkommen. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, Flamly. Tu das nicht. Komm, was, tu was du willst. Stopp! Hör auf, Flamly. Mdivir, geh mir aus dem Weg. Nein, hör auf, das bist nicht du. Wenn du nicht aus dem Weg gehst, werde ich dich auch anzünden. Dann mach. Na, Flammenwurf. Du bist nutzlos. Auf welcher Seite bist du? Auf der guten. Mdivir, Flamly. Tut mir leid. Ich kann meine Gefühle mich nicht übermannen lassen. Jetzt gibst du also zu, dass es dich auch verletzt hat. Ja, bleib erstmal hier. Verdammt. Es war toll. Es hat sich so gut angefühlt, diesen Schatten zu besiegen. Mann, das war ein gutes Battle. Und anstrengend. Weil der Schatten hat sich in einen ihrer Freunde verwandelt und eine neue Form bekommen. Du hättest das sehen sollen, Sprinevie. Das war toll. Shaman, du bist ein aggressives Pokémon.
Aber gleichzeitig benimmst du dich wie ein kleines Kind. Du bist niedlich. Und du bist glücklich. Du bist ein gutes Pokémon-Shaman. Günther. Also das Ende scheint mehr zu haben. Was habe ich gedacht? Ich war nicht selber. Ich hätte fast einen Freund verloren. Andivia, danke, dass du mich aufgehalten hast. Ich hoffe, du vergibst mir für das, was ich getan habe. Ich wünschte nur, ich könnte dir das selber sagen, anstatt mit mir selber zu reden. Und von hier an ist es dasselbe. Ja, sie sind nur gerade verschwunden. Die Party beginnt. Stuff. Wir sehen uns gleich beim dritten Ending wieder. Mann, wird das ein Spaß. Das Angelallen-Ending kommt jetzt. So, ich habe mich entschieden, euch zumindest zu K-Omega wieder dazuzuschalten. Ich habe es diesmal geschafft, einmal im ersten Kampf zu sterben. Ich weiß auch nicht wie. Dafür nach dem Reset dann halt logischerweise. Ich habe davor im Kampf gespeichert. Logischerweise. Nicht logischerweise. Dafür habe ich dann einen Kampf geschafft, in dem ich gerade mal zwei Pokémon verloren habe. Und dann gerade eben. Also insgesamt war es diesmal, glaube ich, sogar knapper als sonst tatsächlich. Aber egal, Pikachu steht wieder vorne. Ich rechne nicht mit Problemen. Kacke. Ich nehme es zurück. Anscheinend ist das Ding diesmal nicht komplett blöde. Naja, mit Problemen brauche ich aber, denke ich, trotzdem nicht rechnen. Outrage. Outrage. Triff dich nicht selber. Diese komische, was auch immer, Attacke ist komisch. Ich merke jetzt erst, wie kacke das gerade geklungert. Diese komische Attacke ist komisch. Ist halt keine Narnia. Da werden zwei Realitäten sein. Günther, sehen wir uns wieder. Okay, ich verpiss mich. Tschüss. Nein, tschüss. Nein, nee, sie können nicht zurück. So, jetzt beginnt wieder der neue Teil. Hey Angelein, danke, dass ihr mitgekommen seid. Auch wenn die Wahrheit ist, dass du wirklich verletzt bist. Du kannst immer noch lächeln. Das heißt, dass du stark bist. Es wird nicht lange dauern, bis du zu dir selber wieder wirst. Aber ach so, diese schmerzhafte Erinnerung wird zurückkehren. Flamly, ich muss gehen, Angelein. Nenn mich nicht so. Naja, ich werde über dich wachen. Wir verschwinden, K-Omega. Warum steht da noch ein Endivir rum? Ich glaube, das war ein Fehler. Ist irgendwas? Nee. Ich hab dich endlich gefunden. Was willst du? Ich will nur fragen, ob du darüber nachgedacht hast, was ich euch beim Schicksalsturm erzählt habe. Was los ist, weil deine Menschenfreunde gegangen sind. Du veränderst dich nie, Flamly. Ah, du bist es nur, Endivia. Pikachu, was machst du hier? Nix. Bin einfach nur glücklich, meine alten Freunde wiederzusehen. Du bist nicht unser Freund. Schön für mich. Aber ich werde auch im Team joinen, ob ihr es wollt oder nicht. Okay, deine erste Aufgabe ist, die Schnauze zu halten. Es wird Zeit benötigt, um ein gebrochenes Herz zu heilen. Es wird einige Zeit dauern. Oh Gott, das ist gerade in-game so verpixelt, nicht wegen mir. Wir hatten in letzter Zeit viele Rettungsmissionen, aber jetzt komm, red nicht über das. Ich erinnere mich immer noch. Das Meer wird dir helfen, dich zu erholen. Alter, das sieht übel kacke aus. Irgendwelche Frame-Drops oder keine Ahnung, das ist einfach verschwommen. Sobald die laufen.
So, arbeitet die Magie des Meeres? Nee. Es ist nur schlechter geworden. Schlechter als davor. Oh. Aber danke für den Versuch. Kein Problem. Und was ist mit deinem Despotar-Boss passiert? Ich hatte eher das Gefühl, dass das Pikachu aus irgendeinem Grund der Boss war. Keine Idee, aber juckt mich nicht. Ich hab satt, der Idioten-Sklave zu sein. Jetzt, dass ich euch wieder gefunden habe, kann ich wieder ich sein. Snap mich. Warum hast du unsere Erinnerungen denn gelöscht? Ja, will ich auch wissen. Lasst so sagen. Ich habe das getan, damit ich euch von Despotar retten kann. Oh. Hm. Auch interessant zu... Und was sagt ihr? Je mehr, desto besser, ne? Ich hoffe, du weißt, was du tust, Boss. Das ist gruselig. Also wollt ihr unserem Team joinen? Grudons Augen sehen komisch aus. Oder sind das die Nasenlöcher? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ihr habt uns den ganzen Weg hierher gebracht. Dafür? Ihr habt Nerven. Jetzt sind sie wütend. Ich zünd euch an. Und ich ertränk euch. Einen Moment. Eruption. Hydropumpe. Ja, die kriegen auch noch ein bisschen auf die Schnauze. Und damit sind wir wieder hier. Auf zum letzten Ende. Breathurnas Ende. Yay, das wird jetzt lustig. Ein letztes Mal. Dieses Mal habe ich nicht bei den Kämpfen gestruggelt, weil ich was getan habe, das ich schon lange hätte tun sollen. Dragoran auf 100, Psyana auf 100 und Pikachu auf 100. Pikachu ist inzwischen echt gefühlt eins meiner stärksten Mitglieder. Also nach Dragoran und Psyana. Hi. Deswegen denke ich auch nicht, dass dieser Kampf ein großes Problem wird. Ich mache halt trotzdem übel wenig Damage eigentlich, aber hey, hab gewonnen. Ihr versteht's nicht? Ja, okay, ja, verpiss dich, ja, oh mein Gott. Traurige Szene. So, und jetzt das letzte Ende für mich. Beginnt... Beinlich kleine... Es wird alles wieder gut. Es wird für jetzt auf jeden Fall. Du weißt, worüber ich rede, richtig, Brafana? Was sagt K-Omega? War nix, wirklich. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt Flamly finden, Kleiner. Diesmal steht hier kein anderes Endivier in der Ecke. Endivier? Ist nix. Ich denke, ich kann auch alleine weiter. Okay. Bei dem Ending passiert irgendwas mehr, habe ich das Gefühl. Au. Brafana, jetzt wo zwei Welten da sind. Es sollte jetzt zwei Wächter des Lebens geben, um beide Welten zu beachten. Ich weiß. Ich weiß. Endivier. Tut mir leid, wenn ich euch da ein bisschen früh verlassen hab. Ist okay, ich versteh's. Stimmt. Latias hat man ja überhaupt nicht gesehen in dem Spiel. Wir hatten schon einige Erfahrungen mit ihnen, ne? Ja. Wir haben Raupi gerettet, Rose gerettet, wir haben Aerodactyl wieder getroffen, wir sind vom Himmel gefallen, wir haben Smetbo gerettet, wir haben jeden im Square gerettet, wir haben in der Gilde trainiert, wir hatten sicher einiges an Erkundung mit ihnen, ne? Ja, Erinnerungen. Ich hoffe, sie vergessen uns nicht. Ich weiß, sie werden es nicht.
Wir werden sie auch nicht vergessen. Hi! Nice try. Aber was wir gerade fühlen, ist... da ist es schwer, uns zu überraschen. Oh, ihr seid Langweiler. Hi, Latios. Ah, hi. Ich denke, beides fühlt euch nicht so gut. Keine Sorge, alles wird okay. Ich hoffe, Latios, ich hoffe. Beide einfach weg. Brefana, wie fühlst du dich? Geh mir gut, du musst dir keine Sorgen machen. Brefana, na, das ist nichts, das wir nicht bedenken sollten. Auch wenn ich darüber nachdenke, wir können nichts tun. Ich werde schon in Ordnung sein. Brefana, ich muss dich was fragen. Hi. What the? How are you? Ich meine, wie geht's dir? Oh, hi, Celebi. Mir geht's gut. Celebi, ja, du hast alles ruiniert. Was war das, Debbie Herr? Ja, nichts. Okay, wir sind fast da. Was war diese Mission nochmal? Es war eine Hilfsanfrage von einer Gruppe von, wie heißt das Ding nochmal auf Deutsch? Barmelin oder so ähnlich. Ah, Despot und Pikachu machen wieder Stress. Mann, die hören nicht auf, oder? Ja, aber wir werden sie aufhalten. Mit uns drei können sie nicht stoppen. Ja, Celebi ist einfach im Team gejoint. Und das war das letzte Ende. Ich glaube, es gibt von Ruby Destiny, auch wenn die anderen nicht so Mystery Dungeon-like sind, die Spiele, noch Nachfolger. Und wahrscheinlich wird das, was man hier dann rausgefunden hat, vor allem in dem Ende, über den zweiten Wächter des Lebens oder sowas, im Nachfolger eine große Rolle spielen. Aber jetzt kommen die Credits. Und zwar endgültig. Die Credits. Gut. Na dann. Ich glaube es kaum, das sagen zu können. Ich habe so lange nicht mehr diesen Satz gesagt. Aber das war's mit diesem Projekt. Wir sehen uns irgendwann anders wieder. Dieses Spiel. Destiny Jagold, Scripter, Mapper und Overworld Editor. Tja. Dieses Spiel endet hiermit. Es war wirklich ein klasse ROM-Hack. Vor allem eben, da man bedenkt, dass es nur ein ROM-Hack ist. Wobei ich sagen muss, dass es nach dem ersten Kampf gegen den Schatten ein bisschen arg zäh wurde und ohne die Sonderbonbons hätte ich das nicht durchgezogen. Das Ende war auch ein bisschen unnötig, wo man viermal gegen alle kämpfen musste. Und die verschiedenen Enden, muss ich jetzt sagen... war jetzt nicht so wirklich. Da war der wie Herr Amazon, Mystery Nun, Pratini, Gardevoir. Ja, lauter Zeug. Ja, das hat dann eben gegen Ende ein bisschen genervt. Den letzten Dungeon habe ich auch nicht gemocht. Aber es hat insgesamt auf jeden Fall gepasst. Die verschiedenen Endings waren nicht unbedingt wert zu holen. Wir werden euch nie vergessen. Wir werden uns irgendwann wiedersehen. Auch wenn da zwei Welten auseinander sind. Solange wir unterm selben Himmel sind, werden wir uns wiedersehen. Wartet drauf, meine Freunde. Endivia Flamly. Ja. Und damit endet es. Ich bin wieder bei meinem letzten Save Point gelandet und dieses Projekt endet. Wir sehen uns irgendwann anders wieder. Ich gehe aber nochmal kurz, eben damit man noch ein schönes Ending hat. Ja, das ist die richtige Zeit. Nee, hä? Ach, lol!
Ich bin jetzt das andere Pikachu. Das ist eine Weile her, seit die anderen Menschen unsere Welt verlassen haben. Flamely und Andivia werden langsam wieder gesund. Das ist ein gutes Zeichen. Hi, Andivia. Oh, hi. Immer auch ein bisschen traurig, ne? Ja. Ha, macht nix. Irgendwann wirst du wieder du selber. Oh, und danke, dass ihr mich wieder ins Team gelassen habt. Du hast uns gezwungen. Oh, ja. Okay, wir sind im Square. Okay. Das ist jetzt wohl die Möglichkeit, die man hat, noch weiter ein paar Missionen oder so zu machen. Großer Logikfehler. Erstens, ich bin doch gar nicht mehr... Hä? Ich bin doch gar nicht mehr Günther! Gut, damit endet das Projekt in einem großen Logikfehler. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann. Und ciao.